Ja, und damit willkommen zurück zur Sky Factory 2. Wir haben ja endlich mal ein bisschen was aufgebaut und wir haben endlich genug Porcelain Clay in der letzten Folge bekommen. Wir haben sogar 8, obwohl wir nur 7 brauchen. Das ist egal. Das heißt, wir haben endlich einen Unfire Crucible. Allerdings müssen wir den jetzt noch schmelzen und wir müssen gucken, dass wir noch mehr Saplings bekommen. Oh, können wir auch Spider-Eis damit reinwerfen? Warte mal, wo habe ich denn die? Ja, können wir, cool. Und wir können da bestimmt auch Rotten Flash mit reinwerfen. Yeah! Box freut sich wie so ein kleines Kind, aber yeah, wir können Rotten Flash damit reinwerfen. Ich glaube, das Ding ist noch nicht fertig. Das ist nämlich unser Essen hier. Deswegen hätte ich das Rotten Flash, glaube ich, gar nicht so wegwerfen dürfen jetzt. Dass wir uns eine Mobfarm gebaut haben, war auch nicht so schlecht. Aber das war schlecht, weil da drauf kann nämlich was spawnen. Jetzt machen wir wieder weg. Damit haben wir nämlich endlich unsere ganzen Knochen beim letzten Mal zusammenbekommen. Und wir haben unseren Unfire Crucible. Das bedeutet jetzt, wir brauchen nur noch jede Menge Stein. Das bedeutet, wir brauchen jede Menge Erde. Um uns endlich Cobblestone machen zu können. So, jetzt habe ich gerade mal 4. Ich habe da gerade mal 3 rausbekommen. Das ist doch blöd. Cobblestone Nummer 1 von 9. Das soll unser Ziel sein heute. Wir machen uns erstmal wieder eine Crook und dann machen wir uns einen Furnace. Wir haben noch eine Crook, aber wir müssen trotzdem noch eine machen. Ich komm schon, ich mache gleich 2. Die gehen nämlich so schnell kaputt. Vor allem, wenn unsere Bäume jetzt endlich mal wieder ein bisschen wachsen. Seht ihr, schon ist sie wieder kaputt. Dank Inventory Tweaks ist das kein großes Problem. Und wir haben einen Apfel. Yeah, Gott sei Dank, ich kann was essen. So, wenn der Baum dann weg ist, ich ziehe mir mal das runter. Silkworms bekommen wir auch immer mehr. Wie gesagt, das sind alles Sachen, die wir jetzt im Moment nicht wirklich brauchen werden. Da ist nochmal einer runtergeflogen. Die wir jetzt im Moment nicht wirklich brauchen werden. Deswegen mache ich mir da jetzt auch gerade gar keine so großen Sorgen darüber. Ob wir es später brauchen oder nicht, das ist mir egal, weil solange wir einen Silkworm haben, können wir uns immer wieder welche züchten. Wobei die ja auch solange wir einen Sapling haben, können wir uns immer wieder einen Silkworm züchten. Was brauche ich da rein noch? Da brauche ich noch mehr. Packe ich da 8 rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, Composting. Wir brauchen noch 2, das ist gut. Nehmen wir einfach da und einfach da. Hätte ich schon fast wieder weggeschmissen. Und dann haben wir schon die nächste Erde und damit hoffentlich den nächsten Cobblestone. Sonst haben wir ein echtes Problem. Schade, dass man das Holz nicht kompostieren kann irgendwie. Oder vielleicht geht's ja doch und ich bin einfach nur zu blöd dafür. Was habe ich hier? Gras. Gras. Das ist auch eine Idee. Später. Wo kommen die eigentlich her? Ach, hier gerade von dem. Ah, guck mal, hier haben wir jetzt Monster Jerky. Das esse ich nicht. Das schmeiße ich hier rein. Okay. Gut, wir müssen auf jeden Fall dann mehr Zombies töten. Dann können wir auch aus dem Rotten Flash Erde machen. Gut, 4. Gott sei Dank. Damit haben wir dann unseren zweiten Cobblestone. Und wir stehen wieder hier rum und warten, bis alles wächst. Habe ich noch Bone Meal? Ich hätte das eine hier, hätte ich mehr Bone Meal gehabt. Das hätte ich noch da drauf schmeißen können. Das wird nicht voll. Das Zeug von Magic Crops und alles, das packen wir auch mal weg. Den weg, das weg. Wobei, wisst ihr was, wir behalten da 2 Stück davon. So. Und schmeißen die 4 hier mit rein. Dann haben wir da auch schon mal wieder ein bisschen mehr drin. Ich weiß nicht, ob das was bringt, die Variety, also die Verschiedenheit. Kann ich das String? Ja, klar, ich konnte String auch reinpacken, logisch. Wie gesagt, ich packe alles rein, was ich hier rumliegen habe, was ich nicht mehr brauche. Ob ich die Silkworms reinpacke, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Kann ich Bücher? ach komm schon, scheiß drauf, die Äpfel noch rein. Gut, den essen wir. Aber nicht jetzt. Weil so ein Apfel bringt ja, glaube ich, auch 3 oder irgendwie sowas.
So, wenn das kompostiert, also drei Hunger bringt so ein Apfel, glaub. Wenn das kompostiert, tanzen wir hier wieder an dem Baum rum, dass der relativ schnell wächst. Und dann hoffen wir, dass wir endlich zu unserem dritten Cobblestone kommen. Es ist im Moment alles sehr, ich will nicht sagen langweilig, aber es ist ziemlich planlos im Moment. Ja, Folge 6. Wir haben endlich unseren Unfired Crucible. Das bedeutet, wir können endlich dann Lava machen und dann, ja gut, aus der Lava, was heißt endlich? Dazu brauchen wir auch noch jede Menge Cobblestone. Ich glaube, 4 müssen wir da reinpacken. Ich glaube, 4 Cobblestone. Rubber Tree Seeds. Wo kommen denn die jetzt her? Wow, ist das cool. Okay. Ja, die brauchen wir später auch noch auf jeden Fall. Weil wir haben ja Mine Factory Reloaded dabei. Und dazu brauchen wir auch jede Menge Gummi, den wir dann einschmelzen. So, so, so. Neue Axt. So, aus den nächsten Bones mache ich mir auf jeden Fall Bone Tools. Zumindest ein Schwert oder sowas. Weil dann haben wir die Quests auch schon abgeschlossen. Das ist ja eine der nächsten Quests aus Bone und aus Flint ein Tinker's Construct Werkzeug zu bauen. Und nachdem die reparierbar sind und dann auch nur aus Flint bestehen und aus Bone und dann Flint als Repariermaterial haben, sind wir da ziemlich gut ausgerüstet damit. Ich weiß nur jetzt immer noch nicht, ob wir jetzt Iguana-Tweaks mit dabei haben oder nicht. Wenn wir es dabei hätten... Oh, okay. Die Krug hat gerade ausgereicht. So. Und so, da sind wir immer noch bei 86. Dann lassen wir mal die nächste Erde durch. Und wir haben nur 3 Steine bekommen. Oh, verdammt. Aber dafür Potato Seeds. Wir müssen uns bald eine neue Kiste machen. Wisst ihr, mit was ich jetzt mal anfangen werde? Was, glaube ich, auch nichts bringt. Ich wollte eigentlich Barrels machen, aber das bringt uns im Moment gar nichts. So, ich versuche mal, Holz da reinzupacken. Nein, das geht auch nicht. Oh, Mann. Okay. Kann ich da Holz reinpacken? Auch nicht. Ich bin ja echt versucht. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt einfach. Das Ganze kann uns jetzt zu 0 zurücksetzen oder es kann uns ein bisschen nach vorne bringen. Das wissen wir noch nicht. Aber ich mache da jetzt mal das draus. So. Und so. Und schieb den das mal durch das Sieb durch. Und damit haben wir auch Iron Powder bekommen. Auch wenn es... Oh, Blaze Powder. Wow. Ist das Iron? Ja. Und ein bisschen was davon. Leider kein... na, wie heißt es dann? Ich weiß es nicht mehr, wie es heißt. Egal. Es wird Nacht. Das ist gut. Wir hüpfen hier mal ein bisschen in der Gegend rum. Leider kein Bone Meal, ja. Das hätte ich hier noch draufschmeißen können, dann hätten wir da wieder voll bekommen. Will er nicht draufspringen. Das ist alles kaputt. Wir brauchen hier auf jeden Fall eine Wasserquelle. Das bedeutet, wir brauchen bald wieder Clay. Wer hat den da hingestellt? Ich weiß nicht. Das bedeutet, wir brauchen bald wieder Clay. Clay, 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 Clay. Dazu brauchen wir auch wieder einen Cobblestone, um den hier irgendwo reinzupacken. Das heißt, es müsste bald wieder regnen. Ich möchte nämlich einen Clay Bucket machen, um ein Wasser hier rauszunehmen und es dann hier nebenhin zu packen. Dann haben wir halt dann ein Loch im Boden, müssen wir dann irgendwie aufpassen. Oh, da ist unser erstes Skelett. Hey, Skelettchen. Huhu. Hallo. Hey, großer Weißer. Komm mal her. Wenn ich da jetzt rübergehe, sterbe ich. Das weiß ich jetzt schon. Oh, er hat uns gesehen. Na komm doch. Na komm doch. Komm. Na komm doch. So, locken wir mal an. Jetzt sollten uns nur nicht runterfallen. Du sollst nicht runterfallen, habe ich gesagt. Und näher herkommen. Ah, verdammt. Ich muss schon wieder niesen. Ihr tötet uns fast. Wow, wow, das war knapp. Verdammt. Nein! Das waren 2 Knochen. Oh Mann.
Okay, wir machen die Taktik vom letzten Mal. Wir lassen die Dinger da hinten einfach sterben. Wir gucken nicht hin. Das interessiert uns nicht. Wir tanzen mit unseren Bäumen. Ja, hier. Halt nicht tap. Shaken. Hier. So. Ich zeige euch das nochmal von vorn. So, von vorn. Ja, Baby. Gib's mir. Das andere Problem ist, wir sollten jetzt unbedingt was essen. Und ich habe Angst, dass das Skelett uns da drüben sieht. Hier steckt nämlich sein Pfeil noch. Ich habe nichts mehr zu essen. Oh, verdammt. Das bedeutet, wir werden diese Nacht wieder sterben. Das steht schon mal fest. Aber erstmal wächst hier noch ein Baum. So. Da haben wir wenigstens was von. Wie gesagt, ich habe nur Angst, dass das Skelett uns hier sieht. Wobei ich jetzt auch einfach schlafen gehen könnte. Wisst ihr was, das machen wir jetzt. Und dann gehen wir darüber und dann ernten wir erst den Baum fertig ab. Dazu hätte ich vielleicht noch ein, zwei Holzstückchen drin lassen können, aber okay. Habe ich Angst, dass ich da runterfall. So. Die brennen hier jetzt alle. Dann haben wir nur wieder Spaß mit zwei Spinnen. Und das Einzige, was uns nicht passieren darf, ist runterfallen. Was noch viel besser ist, wenn das Skelett hier sterben würde. Nein! Aber hier hinten liegen zwei Knochen. Gut. Da hinten liegen zwei Knochen. Sehr schön. So, die Axt gegen die Untoten. Yay. Und da haben wir was zu essen. Super. Wo ist unser Slab hier oben hin? Naja, immerhin hat uns die Axt zwei Knochen gebracht. Jetzt allerdings erstmal essen und wieder Leben regenerieren. Und das Spinnenauge packen wir hier mit rein. Und was haben wir noch bekommen? Nichts. Das ist schlecht. Aber gut, zwei Knochen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ich mache jetzt erstmal ein Bone Meal draus. Beziehungsweise drei Bone Meal. Und Bone Meal mich mal hier einzurecht. Da sind nur zwei rausgekommen, ernsthaft. Können da nicht drei rauskommen? So wie jetzt. So. Ja, das packen wir hier mit rein. Das bringt uns immer noch nichts. Das macht es immer noch nicht voll. Wir sollten hier mal mit unserer Crook noch ein paar Blätter abernten. Bevor wir gar keine Saplings haben. Oh, der ist auch gewachsen. Sehr schön. Jetzt wachsen alle Bäume. Ups. Das war nicht meine Absicht. So. Saplings, Saplings, Saplings. Yay. Auch wenn wir immer noch nicht genug davon haben. Und ich durch meine tolle Dust-Sif-Aktion jetzt wieder bei Null bin, was Cobblestone angeht. Das war vielleicht nicht die gute Idee. Oder nicht die beste Idee, sagen wir es mal so. Aber okay. Damit kann ich, glaube ich, leben. Was ich noch viel uncooler fände, wobei jetzt haben wir ja diesen einen Rubber-Tree-Seed. Ich weiß gar nicht, wie das genau funktionieren soll. Was ich noch viel uncooler fände, ist, wenn das Zeug darunter fällt. Wenn wir keine Saplings mehr hätten irgendwann, wenn uns die mal ausgehen aus Versehen. Ich glaube, das Erste, was wir wirklich, wenn wir dann mal ein bisschen Strom und ein bisschen Materialien haben, ist eine Baumfarm von Mindfactory Reloaded. Ich glaube, da haben wir wenigstens was von. Weil Bäume und vor allem können wir damit dann, damit erzeugen wir Saplings ohne Ende. Die können wir dann einfach in den Barrel packen. Zack, 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 zack. Und fertig. Das ist auch der Grund, warum mir hier der Quest-Mode ein bisschen fehlt, ja, also. Na toll. Ich komme mir hier ein bisschen unterquestet vor. Hört sich doof an, ist aber so. Na, das war ein großer Baum, guck an. Oh ja, gestern beim Spiel mit Sandrill ist es mir auch ein riesen Baum gewachsen. Da habe ich erstmal 10 Minuten gebraucht, bis der wieder weg war. So, nachpflanzen, nachpflanzen und den hier noch weg und dann können wir da noch einen nachpflanzen, dann haben wir noch genau 8, da bekommen wir auch genau eine Erde raus. Ich würde gern Holz kompostieren können. Wenn da jetzt noch einer rauskommt, nein. Okay, so. Aber da gehört auch noch einer rein eigentlich. Haben wir noch irgendwas, was wir da reinwerfen könnten? Einen Apfel.
einen Apfel. Mach mir Kompost, Baby. Ja. So, und diesmal mit einer fertig geernteten Baumfarm. Nachdem wir beim letzten Mal so überzogen haben, möchte ich dieses Mal relativ gut abschließen. Ich würde sagen, wir haben hier einiges erreicht. Wir haben hier ziemlich was Kompostierbares, auch wenn das hier irgendwie schneller geht wie das, aber egal. Wir haben Karotten, wir haben Bäume, wir haben eine Mobfarm, wir haben noch einen Bone. Oh cool, Moment mal. Bevor ich jetzt aufhöre, ja, wir machen hier noch weiter. Mist, das hat nicht wirklich was gebracht, aber... Nur gut, komm, wir können hier noch eins reinpacken. Wir haben da schon wieder Erde und da auch gleich. Na komm schon, das machen wir jetzt noch fertig. Ich möchte noch gucken, wie viel Kobbel ich da rausbekomme. Oh, 5, wow. Und 8. Und dann noch 3, das bringt uns nichts, weil mit 8 bekommen wir 2 Kobbel raus. Das war eine gute Ausbeute. Gut, so. Dann sind wir schon wieder am Ende. Ich bedanke mich mal wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Mein Name ist Pox. Haut rein, macht's gut. Tschüss.